Servus, grüßt euch. Ein kleines, schnelles Video. Heute sind wir wieder in Holz draußen. Käferbaum 2.0. Wisst ihr noch, vor Wochen waren wir draußen, da habe ich euch gesagt, der Baum, das ist meine Frontlinie, weil 3 Meter davor ist Grenz und da ist der Käfer drin beim Nachbar. Mittlerweile schaut es beim Nachbar so aus. Ich habe ihn gefragt, ich darf es euch zeigen. Prozessor war da, hat wild umgearbeitet und jetzt bin ich in der Situation, dass ich überlege, jetzt mache ich den auch gleich raus. Den Drilling mache ich raus, weil ich kann nicht mehr den Chin umlegen, da ist nichts mehr. Den lege ich am Numm, da unten lege ich noch 2 Fichten am Numm, dann tue ich allgemein noch ein paar Fichten raus, dann mache ich einen Zaun drum, dann pflanze mal Lärchen an. Da nehme ich euch mit, kurz vor Weihnachten, schätze ich mal, wer es kriegen. Hauen wir Lärchen rein, schön im Zweierverbund, Zaun außenrum. Aber warum lasst ihr nicht den Käfer zum nein, Fressen? Nein, jetzt rausmachen, der Käfer kriegt von mir nichts. Ja, aber dann geht er weiter rein ins Holz. Ja eben, ich hoffe ja nicht, gell? Ich dachte ihm das so als hier, nimm das, sei mit dem zufrieden. Ja, ist er ja nicht. Aber geh nicht rein. Dem gibst du einen kleinen Finger, der nimmt die ganze Hand. Darum geben wir ihm gar nichts. Fichten raus, dann hat er hier Kiefern. Und dann soll er woanders tief liegen und soll sich voll fressen. Nicht bei mir. Jetzt die Fichten raus und dann habe ich euch einen Greifer dabei für den Frontlader. Mit dem mag ich dann den rausziehen. Mit dem Greifer. Wird gut. Jetzt schneide ich um, gehen sie ein bisschen weg. Den, da unten noch 2. Drilling. Ja, ich weiß auch nicht, was besser ist. Stehen lassen, aber ich möchte abpflanzen. Und der Platz ist da, drum mache ich ihn raus. Gelegenheit beim Schopf packen. Fällt mir nicht um. Also zumindest nicht dahin, wo ich möchte. Der fällt mir innen rein. Darum hänge ich jetzt nochmal an. Ja, ich weiß gar nicht gewusst, wo der hinfällt. Das war ja recht weit weg. Macht nichts. Ja, Freunde, jetzt liegt er wieder links höher, aber eigentlich dachte ich, es geht viel einfacher. Gell? Einschneiden, keilen, umlegen. Aber ich brauche die 5,92er, wo es gewonnen, wo das Schwert einfach länger ist.
Da habe ich jetzt in der Mitte was stehen lassen. Das habe ich jetzt nochmal schneiden müssen. Das habe ich übersehen gehabt. Mit dem 45er Schwert ist er nur 42er. Ja. Jetzt, weil es gar so gut läuft, legen wir die anderen Fichten auch gleich um. Und dann mag ich euch den Greifer zeigen. Den Frontlader-Greifer. Ich weiß nicht, ich finde, du bist am Anfang, gell, habe ich mir gedacht, so, wow, der kann das und ich darf mich da echt so dran, in der Nähe des Baumes zu stehen. Aber man steht nie in der Nähe des Baumes. Ja, ja, aber ich habe das Vertrauen in dich gehabt. Ja. Mittlerweile von Baum zu Baum. Schlechter. Wo ich mir denke, ich könnte daheim bleiben und mit dem Fernglas durchfilmen. Ne? Keine Front, aber. Nicht jeder Tag ist gleich. Die Gabel umgebaut habe, schaut mal her. Der Spitz ist neu, der war da drin und ganz schief. Den habe ich reingeschmort. Und habe ich hier oben nochmal Gitter aufgemacht, damit man, wie vor zwei Jahren, wo die Motorhaube einen Schaden gekriegt hat, keiner drüber rollt und auf Motorhaube fällt. Ich zeige euch kurz, wie knapp das ist, aus dem vorletzten Video, wo ich aufgekippt habe. Das ist ein Forstgreifer für arme Leute. Ich hebe mal auf und zeige es euch. Ich habe jetzt eine alte Axt genommen, links und rechts der Beilagschein draufgeschmort. Das ist das Herzstück, ein Flacheisen mit drei Löcher. Und dann den Greifer daher. Den macht man händisch auf. Schauen wir mal, wie das hinhaut. Wenn das gut hinhaut, dann wird das meine neue Holzrückmethode. Da fahren wir hin. Schauen wir mal, ob es hinhaut.
tief. Ohne Stammklinge raus. Kann die hängen ab. Ja, Freunde, jetzt hören wir auf. Das mit der Kamera hat heute keinen Sinn, da habe ich keinen Klick. Ich mache jetzt ohne Kamera weiter, weil ich wieder kein Allrad habe. Differentialsperre, Rückwärtsgang, Gas, Handgas und dann haben wir einen Radzung. Haben wir es drauf auf Kamera? Ja. Wie ich mich abtue. Ich mache jetzt weiter. Für euch das Video jetzt Schluss. Macht es gut, kommentiert, abonniert, seid dabei, wenn wir hier mit Lerchen abpflanzen, Zaun, Lerche. Wird gut. Führt euch. Also sowas ist mir viel lieber, als wenn einem alles so langweilig glatt läuft. Das darf alles gut hinhauen. Wir brauchen ein Allrad. Ja, Allrad. Und ein größeres Säg und ein Seilwinden. Zusätzlich noch ein Unimog. Wo soll ich mich hinstellen? Du, bei diesem Wetter ist es... Ist wurscht. Wurscht. Es tut mir jetzt schon leid für die Aufnahmen. Dunkelhell, dunkelhell. Kann nichts machen. Jetzt trinke ich noch ein Heißgetränk. Vielleicht wird es dann besser. Selber gemacht heißen Online-Shop. Schaut's neu. Die Mützen, die gibt es auch in sauber. Auch im Shop. Prost. Ohne Heckwicht war ich ganz verloren. Aber mit Heckwicht und weil ich so abschüssig stehe und nass, tue ich mich schwer. Weiter geht's. Für euch ist Schluss. Ich mach weiter. Führt euch. Ich darf gern was Positives sagen, aber du verstehst. Dummt aus. Ja. Ich nehme keinen Helm auf, brauchen wir nicht filmen.